Jo Leute, was geht ab? Wir spielen heute mal wieder ein neues Spiel und zwar nennt sich dieses RoboCraft. Das gibt's bei Steam. Mit dabei ist einmal der Perry und der Luca. Hallo. Noch lauter Perry. Nee, aber und dieses Spiel ist ein Free-to-Play-Spiel bei Steam, was der Perry zufällig bei uns entdeckt hat und seitdem spielen wir das. Wir finden das richtig genial. Also ich spiele es erst seit ganz kurzem, Perry schon ein bisschen länger. Und das ist, wie kann man sagen, das ist so ein kleiner Mix aus War Thunder, wer das kennt, das habe ich mal gestreamt. Und aus damals gab es auf RTL 2 so eine Sendung, da haben Roboter gegeneinander gekämpft, sozusagen. Also man muss aus Lego oder aus diesen Cube-Blöcken hier, darf man sich sein Fahrzeug zusammenbauen. Und ja, diesen Roboter oder dieses Fahrzeug darf man gegeneinander kämpfen lassen. Und also das muss nicht unbedingt nur ein Fahrzeug sein, sondern das kann auch ein Flugzeug sein oder was auch immer, weil es gibt so Hoverblades und alles Mögliche hier, Turbinen, alles Mögliche. Und ja, wir haben es kurz gespielt gehabt. Es war lustig. Wir haben angefangen, haben erstmal Fail gebaut, irgendwelche Fahrzeuge, die irgendwie gar nicht fahren konnten. Also das muss man natürlich dann auch testen. Und ich fange jetzt mal an, hier komplett von null zu bauen. So, außen, also ich werde erstmal. Nee, ich weiß, wie ich das bauen will. Ich habe mir schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee. Ich habe eben, habe ich mega stumpf gebaut. Ich habe wirklich, ich habe übertrieben mega stumpf und dumm gebaut. Das war, so dumm kann man gar nicht bauen, wie ich gebaut habe. Ich habe einfach nur so ein Viereck wie so ein Hochhaus gebaut. Und mein Fahrzeug ist fast umgekippt. Diese Blöcke. Ihr seht also hier mal dieses Menü, wo man die Blöcke und alles Mögliche auswählen kann. Die kostet, also man hat eine gewisse Anzahl. Diese Anzahl zum Bauen ist begrenzt natürlich. Deswegen gucken wir, dass wir erstmal unten die verstärken. Das sind so ein bisschen stärkere Blöcke. Die setzen wir ganz unten hin. Dann kann man hier nämlich die schwachen Blöcke hin tun. Die sind nämlich unwichtig, weil ich glaube eh nicht, dass jemand uns von unten attackieren wird, außer es gibt Minen oder sowas. So. Die Reifen machen wir später. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das Fahrzeug haben möchte. Moment, ich werde das so machen. Zack, zack, das kommt weg. Mache nämlich noch eine Schiene. Ich habe schon eine richtig gute Idee, wie das Fahrzeug wird. Also unten ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie viele Räder habt ihr eigentlich genommen? Nun, jetzt nur noch vier. Nur noch, ich nehme sechs, muss ich sagen. Bei meinem habe ich vorne zwei Lenkräder, also so Steering Wheels, und auf jeder Seite jeweils nochmal drei zum Beschleunigen. Drei, okay. Ich nehme zwei, darf zu wählen. Also das war falsches Menü. Es gibt also auch ein Kaufmenü. Wir haben nämlich hier oben so, ja, RPs. Da sind, die bekommt man nach einem Kampf. Also kann man die Influence Points ansehen. Und es gibt so GC, das ist wahrscheinlich gegen echtes Geld. Kann man dann auch kaufen, aber bisher muss man sagen, also man hat natürlich Vorteile durch Kaufen, also wenn man diese echten Punkte kauft, weil man schneller zu den Items kommt, aber so spezielle Items haben wir bisher nicht gesehen, ne, die man nur dadurch bekommt. Ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte bisher auch keine Probleme beim Kämpfen. So, wir haben jetzt, also wenn ihr das selber spielt, das Spiel ist kostenlos, ladet euch einfach runter, spielt es, kann man auf Steam finden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Rädern. Einmal diese hier, die haben Achsen, also die können da links und rechts wenden. Die bauen wir vorne an und hinten bauen wir dann nur diese, und an der Seite nur diese Geradeausfahr-Dinger, also gerade Ausfahrräder. Dann muss man natürlich ein bisschen designtechnisch hier arbeiten. Dazu werden wir das hier nehmen. Unten. Mit dem Mausrad kann man nebenbei die Sachen drehen. Also wir werden jetzt. Ne, das wird nicht passen, wenn wir das da unten machen. Das wird nicht passen. Wenn wir so machen. Wie mache ich das? Hier mache ich das gar nicht. Ich mache das so. Ich hab natürlich. Obwohl, Moment, Moment. Wie mache ich denn das? Ich hab's fail gebaut. Ich hab's fail gebaut. Macht aber nichts. Macht aber nichts. Ich entferne einfach die ganze Reihe hier. Dann muss ich das hier auch nochmal entfernen. Das hier auch. So. Dann bauen wir nämlich hier diese Blöcke. Das Fahrzeug war zu breit. Weil das. Ich mag das nicht, wenn das so asymmetrisch ist. Deswegen versuche ich das schon symmetrisch zu bauen. Hier mit Shift können wir auch runtergehen. Also das Bauen ist wirklich ganz, ganz einfach. Finde ich sogar einfacher als Garry's Mod noch. Und so. Das stimmt. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt haben wir so viele Räder.
Wir setzen als erstes den Sitz, weil der muss drei Blöcke breit sein. Das war mein ganz am Anfang natürlich so ein Problem. Ich glaube, so müsste das reichen, dass ich jetzt hingehen kann. Harry? Warum ja? Da wahrscheinlich nicht. Denke ich mit Hoverboards in Höhe. Also mit so. Gar nicht, da musst du so Thruster einbauen. Irgendwie wie mach ich das dann damit? Keine Ahnung. Das will ich auch noch nicht. Oh Mann, ich dachte, ich habe ein cooles Hoverboard, aber nein. Hast du doch nicht? Habe ich doch nicht. Also das Wichtige ist natürlich, den Fighter zu schützen, deswegen bauen wir hier jetzt erstmal. Ich überlege. Ja, wieso kann ich den Fighter auf einmal zubauen? Eben ging das nicht. Wir machen das so. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, hier ist was unwichtig. Hey, ich baue gerade voll den Müll zusammen. Ich hatte eben was anderes im Kopf. Wie, Perry, weißt du, wie das genau erlaubt ist, mit dem Fighter zu bauen? Also, wie viele Blöcke muss dazwischen sein? Oder darf dazwischen sein? Ich weiß es nicht genau. Naja, egal. Wir machen das auf jeden Fall so. Upsala. Falsche Taste. Ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie man sieht. Hier werden wir verstärkte Sachen hinbauen. Zack, zack, zack. Man kann auch nicht unendlich viel bauen, weil wenn wir jetzt gucken, oben links steht CPU 260 von 436. Das ist, wie viele Blöcke wir benutzen dürfen. Also wir dürfen auch nicht unendlich Blöcke benutzen. Aber da sieht doch schon mal... Oh, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wir machen das so. Ich baue das oberste Stockwerk ab. Das ist so besser, das ist so besser. Jetzt werden wir machen so zack, zack. Ihr werdet gleich verstehen, wieso ich das mache. Noch fragt ihr euch, hey, was macht der da? Aber gleich werdet ihr das verstehen. Ich habe eine richtig gute Idee. Der Block kommt noch rein. Ja, oder sieht mega gut aus. Das sieht mega gut aus. Hier natürlich eine Windschutzscheibe, denn wir möchten auch was sehen mit unserem. Ich frage mich, ob das auch eine Rolle spielt. Oh, Moment. Hier kommt so eine Windschutzscheibe hin. Ich glaube, das ist egal, ob man was sehen kann oder nicht. Das ist, glaube ich, nur optisch. Okay. Ja, aber für uns ist es natürlich extrem wichtig, dass wir was sehen. So. Hier werden wir nochmal so machen. Boah, das sieht doch perfekt aus, oder? Das sieht doch. Wir müssen bei uns. Boah, hör mal, ich weiß gar nicht. Also bei War Thunder war das so, da konnte man die anderen Fahrzeuge beobachten. Deswegen frage ich mich, ob das hier vielleicht auch geht. Soll ich ja wissen. Ungünstig hier gebaut. Wie mache ich denn das jetzt? Doch, dauert am Anfang ein bisschen, bis man da reinkommt beim Bauen, aber wenn man einmal weiß, wie das geht und so, dann ist das mega geil. Ja, also das ist... Man muss die Idee haben, man muss auf jeden Fall die Idee haben. Ja. Verdammt, ey. Man muss ja richtig das mit den Gewichten und so abgleichen. Ja. Oh Mann, mein Hoverboard ja nie richtig gut. Wie mache ich denn das jetzt? Das sieht ein bisschen komisch aus. Naja, aber man kann es auf jeden Fall so, denke ich mal, lassen. Boah, da hinten ist zu schwer. Da sieht man. In Garage 2 hast du schon ein Hoverboard. Bau einfach daran, habe ich auch gemacht. Ich weiß, habe ich ja, aber ich habe schon so viel dran gebaut. Du musst es halt symmetrisch halten. Da muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Waffen. Es gibt einmal die Plasma-Waffen und die SMG-Waffen, die wir bisher nur gesehen haben. Und die kann man beide leider nicht gleichzeitig benutzen. Also man kann sich aussuchen, ob man auf Plasma geht. Die haben so 15 Sekunden Aufladezeit, bevor die... Und dann schießen die einmal. Das sind so dicke Laser. Oder man hat SMGs, die ich bisher, muss ich sagen, besser fand. Jetzt baue ich mal hier, zack, da eins. Obwohl, nee, ich baue die ganz oben. Später gibt es dann noch so Railguns. So eine Art Sniper. Kann man den Schaden gucken? Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht. Boah, die SMGs, die gehen end up. Oh, hier eins, da eins, da eins, da eins. Oh ne, das ist uncool.
Das ist unklug, was ich hier mache. Oh, aber hier noch eins. Ich baue so viele von denen. Oh, ich bin aber auch dumm. Und dann kommen hier nochmal zwei. Das hey, Perry, ne? Versteh's nicht, ich habe alles symmetrisch gebaut und trotzdem ist bei mir hinten links im Prinzip schwerer als hinten rechts. Hast du verschiedene Blöcke benutzt, weil die sind verschieden schwer, ne? Nee, das ist doch jetzt gerade nicht dein Ernst, oder? Ja, klar. Ja, doch, muss man drauf achten, die haben verschiedenen Gewicht. Ey, nein! Boah, ihr müsst gleich mein Fahrzeug sehen, ich finde das mega geil. Und man hat sogar ein Free. Wir können gleich mal zusammen kämpfen. Jo, man hat ein Free. Ein Free-Geschütz sogar, wo packe ich denn das hin? Man kann also die Geschütze sogar hier vorne. Yo! Hör mal, wenn ihr das gleich seht, ne, das ist das Bombenfahrzeug. Das ist schon mal eine Idee. Dann kann man hier noch sozusagen eine Lampe bauen. Brauchen wir eine Lampe? Ich mach mal hier so, zack, zwei Scheinwerfer. Ah, wir haben nur eins, okay. Hä, wie dumm ist das? Man hat nur einen Scheinwerfer. Warte, dann habe ich eine Idee, dann packe ich den. Ich packe den da unten dran. Dann beleuchte ich den Boden beim Fahren. Und, eine Radaranlage. Wo baue ich denn die hin? Ich habe gar keinen Platz mehr. Habt ihr auch das Problem? Ja, ich habe mein Rad einfach weggemacht. Hab da für irgendwas anderes dran geklatscht. Ich habe bei mir gar kein Radar dran. Ja, ich auch nicht. Also mit dem Radar sieht man, glaube ich, auf der Minimap die Gegner. Aber so, ich weiß nicht, kann ich das vielleicht da drin irgendwo bauen? Kacke, ich kann nicht mehr da rein. Hier sind doch alle Blöcke gleich, wieso ist es da denn schwerer? Was ist denn für ein Scheißteil hier? Mist, wie mach ich denn das jetzt? Das okay. Das Radar ist vielleicht nicht optimal gesetzt, aber ich möchte eins haben. Damit das wenigstens einigermaßen annehmbar ist, kann man es so nehmen. So, wir haben soweit alles verbaut, was man verbauen möchte. Wollen wir noch ein bisschen? Nee, das sieht schon gut. Das sieht schon gut aus. Wir können auch. Verstehe ich. Wir können das hier noch bauen, hier. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Wie viele Blöcke haben wir denn noch? Und davon null. Ich habe noch ein paar Blöcke frei, die ich... Doch, ich weiß, was ich noch bauen kann. Hier einfach... Zack, zack. Das ist einfach nur Abfänger für Schüsse. Denn die Gegner, die machen natürlich alles kaputt, ne? Also wenn die euch treffen, dann schadet das ordentlich. Dann kann so ein Reifen mal plötzlich weg sein. Mega geil, ey. Jetzt zum Glück habe ich so viele gehabt. Jetzt gehen wir einfach, machen wir hier Trick 17. Wir bauen nämlich hier unten. Da wird uns eh niemals einer treffen. Bauen wir das ab. Ich habe ein Beyblade gebaut. Ein Beyblade. Okay, jetzt machen wir etwas Unlogisches. Wir machen hier einen Heavy Block, weil ich habe Angst, dass die den Block abschießen und ich dadurch ein Radar und ein Geschütz auf einmal verliere. Deswegen... Lad euch mal ein. Okay, so Perry invites you. So heißt man nebenbei, also falls ihr mit uns spielen wollt, einfach mal adden. Ja. Movement, Movement, Movement. Bisher? Ja. Und wenn du bereit bist, Mucka, einfach B drücken. Ich bin bereit, okay. Das Doofe ist, ich kann zwar fliegen, ne, aber... auf falsch rum. Jetzt, dann mach ich einfach jetzt die Waffen nach oben und dann... Nein, ich hätte mein Fahrzeug testen sollen, ich Idiot. Nein! Aber ja, egal. Ist jetzt der Test. Ist okay, jetzt der Test. Das ist jetzt der Test. Guckt euch mal mein Fahrzeug. Lass uns mal alle treffen. Lass mal da hinten fahren, rückwärts. Yo, was hat also, denn der da? Gar nicht drin, wa? Ey, der eine hat so eine Raupe. Guckt euch den mal an, das Flugzeug da hinten. Der Emir-Hahn. Erstmal zum Mucka. Guck mal. Yo, meins lenkt sich voll scheiße. Ich kann meins nicht lenken. Ich habe zu viele Reifen hinten gebaut. Bist du das? Ja. Ah, du hast auch so eine Flugviech gebaut, ne? Was sagst du zu meinem, der sich nicht lenken lässt? Das sieht nice aus. Sieht fast aus wie meins. Da schießen alle Geschütze. Sag mal, guck mal auf Teamkill. Teamkill ist aus. Nee, Teamkill ist aus. Guck mal mit dem so, Fahrzeug. Hier unten rechts auf der Map siehst du halt den roten Punkt, ne? Den müssen wir einnehmen. Okay. Genau, das Ziel ist, ja, wie ist das Ziel? So eine Art... Capture the point. Genau, also einfach... Ja, wir müssen den Gegnerpunkt einfach einnehmen. Oh nein, da ist einer umgekippt. Guck dir den fliegenden Block mal da von außen da vorne. Wo? Ah, da. Bei uns sind schon zwei umgekippt. Und ich kann mich auf Eis gar nicht fortbewegen. Ja, auf Eis ist es schwierig. Guck, da steht den mal an, der ist umgekippt. Da ist einer umgekippt, der tut mir... Ich versuche einen hier zu helfen.
Nein, man kann nicht helfen. Man kann die nicht anstupsen. Ich muss unbedingt entweder vorne weniger greifen oder vorne mehr Achsen bauen. Aber ich glaube, wir haben noch. Ich bin kaputt. Du bist kaputt? Okay. Ja. Da ist einer, der ist schon ziemlich krass. Yo, der hat schon die Laser da. Wir gehen jetzt mal in den Kampf. Ja, da vorne, da oben ist der Laser. Aber der wird jetzt von uns attackiert. Ich greif. So, ich guck dir gerade zu. Auf dem Eis! Ja, das ist voll mies auf dem Eis, ne? Aber ja, ich will dem helfen, ich will diesen Laser da. Oh, da ist er. Bam, 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 bam. Da haben wir den getroffen, da hat er irgendwas, da verliert er. Oh Gott. Da ist dieser Wolf-Bro und der ist gefährlich. Yo, ich treffe voll seinen Spieler. Hat er mich getötet? Ja, jetzt müssen wir kurz warten, bis die Runde ist. Okay. Das könnte jetzt aber sein, der war jetzt ein bisschen stärker, das könnte sein, weil der Perry, der hat wie gesagt schon ein bisschen gespielt. Und dadurch hat er natürlich neue Sachen freigeschaltet, wie zum Beispiel mehr fliegende Sachen, mehr Blöcke. Man schaltet also, umso man mehr spielt, umso man höher das Tier kommt, so nennt sich das, schaltet man neue Sachen frei. Und wenn man dann ein Spiel sucht und selber so einen starken Panzer auswählt oder Flugzeug oder diese Blöcke, die man benutzt, dann kommt man natürlich gegen diesen T2-Gegner, also sozusagen, dass es immer gleich ist. So, das ist deswegen gemacht, damit man nicht als Endspieler mit T10 gegen Anfänger spielt. Ja, das ist immer recht ausgeglichen. Mein Hoverboard, weil ich jetzt wundere, war auch nur T1, also. Okay. Habe ich extra geguckt, dass es auch nur T1 wird. Okay, guck mal, dieser. Aber. Also, ja, sag weiter. Ja. Wir hatten aber trotzdem T2-Gegner, aber wir hatten auch T2-Mitspieler. Das ist eigentlich immer sehr ausgeglichen. Okay. Also, ich gucke jetzt dem Ghosted dazu. Der hat so einen Laser. Der lädt sich, glaube ich, alle 15 Sekunden ungefähr einmal auf. Deswegen muss er jetzt ein bisschen hier. Oh, jetzt hat er den, jetzt hat er den. Batz! Ja. Batz! Das ist die Railgun. Okay. Und man muss sagen, der Laser, der macht auch Flächen. Was ist denn bei dem? Ach, guck mal, der hat hinten noch so zwei Zusatzturbinen. Ja, so Thruster. Was machen die? Die kannst du entweder zum Flugzeug zum Fliegen benutzen oder halt zum schnelleren Beschleunigen. Okay, aber schau mal, der hat schon super Blöcke. Also der hat Blöcke, die so golden sind, die halten wahrscheinlich mehr aus. Aber da sieht man, dass die Gegner schon deutlich stärkere Waffen zum Teil haben. Und diese Laser, die machen auch Flächenschaden. Ja, der benutzt halt diese Plasmakanonen, dieser DJ Die, klar. Guck mal, dieser Clyde, der hat einfach so einen Block zusammengebaut. So viele Blöcke, wie es nur geht, um ganz viel Schaden abzufangen. Aber der hat keine Waffen mehr. Der kann auch noch fahren. Ja, ja. Boah, Alter, guck mal den Yogo-Gamer an. Na, Luca, ich lade dich dann jetzt ein. Okay, das war die erste Folge. Ich hoffe, diese hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall viel mehr davon aufnehmen, weil das macht echt Bock zu zocken. Wie gesagt, bei Steam kostenlos. Jetzt bekommt man noch 157 Punkte. Davon kann man jetzt zum Beispiel neue Blöcke kaufen oder Waffen oder alles Mögliche. Und Tech-Tokens. Tech-Tokens zeige ich euch im nächsten Video. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.